Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio mit in Space Age. Letztes Mal haben wir uns hier um die Rakete gekümmert und auch etwas hier oben, dass wir da etwas Raum haben, um da mal zu schauen, wie geht es da weiter. Und ich denke, heute schießen wir hier mal einen Asteroidensammler hoch. Einen Zerkleinerer. Kann ich vielleicht noch einen zweiten? Nein. Fehlen mir ein paar Leichtbauteile. Frachtraum. Ja, vielleicht so einen noch. Gut. Dann wollen wir hier vielleicht die Rakete mit ein paar Asteroidensammlern und zusätzlich Frachtinventar bestücken und dann füllen wir den Rest mit Munition auf und starten das Ganze in die Umlaufbahn. Und dann schauen wir, wie das hier oben ankommt und was wir damit machen können. Es geht immer eine Weile, bis die Rakete ankommt, aber irgendwann wird es soweit sein. Und da haben wir es. Und damit haben wir hier etwas mehr Fundament. Wir haben Frachtraum, wir haben Asteroidensammler, wir haben einen Zerkleinerer. Und ich denke, wir machen den Zerkleinerer. Machen wir mal hier hin. Okay, da brauchen wir Strom. Und dann brauchen wir hier. Wie wird der platziert? Ah, so. Wunderbar. Dann hier auf dieser Seite und dann hier auf dieser Seite können wir auch noch einen machen. Und dann denke ich, brauchen wir etwas Strom. Ein paar Masten. Oder machen wir das vielleicht mit, ja, wir machen das mit Umspannwerken und dann brauchen wir wahrscheinlich ein paar Akkumulatoren und Solarpaneele, um da im Weltraum etwas Energie anzapfen zu können. Hier mit ein paar Gegenständen am Start können wir mal versuchen, hier etwas aufzubauen. Wir brauchen da etwas Energie. Da decken wir doch gleich mal alles ab.
Aber dann brauchen wir auch neben der Energieversorgung etwas Strom. Und da bin ich mir nicht sicher. Ob wir hier mit der Solarenergie, ob das wie auf der Oberfläche auch quasi gezeitengebunden ist oder ob wir hier das Ganze unabhängig von der Tageszeit handhaben können. Wir haben hier nun ein Inventar von diversen Dingen. Und wahrscheinlich brauchen wir da auch ein paar Greifarme. Dass wir das Ganze von links nach rechts bewegen können. Und dann Fließbänder. Wir haben ein paar gelbe. Machen wir das doch mal so. Und dann Greifarm, 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 Greifarm. Da müssen wir uns entscheiden, was wir wollen. Entweder Metall für Eisenerz, Kohlenstoff. Oder Eis. Das heißt, wir werden drei Zerkleinerer brauchen und das Ganze muss dann auch irgendwo hin. Gehe ich mal davon aus. Ich denke, das Interessanteste dürfte hier mal Eisen sein. Und wenn wir Eisen haben, dann wollen wir auch Eisen schmelzen. Das heißt, wir brauchen auch ein paar Öfen. Also, wir brauchen mehr Zerkleinerer. Dafür brauche ich Leichtbauteile. Brauche ich mindestens drei. Einen haben wir, den zweiten bauen wir. Ah, und dann brauche ich Elektromotoren. Das ist der dritte. Schicken wir das mal rauf. Ich habe keine Öfen. Öfen haben wir bei der Lila Forschung. Da klaue ich mir ein paar, denn brauchen wir im Moment nicht, weil Violett, da sind wir voll gelaufen.
wahrscheinlich brauchen wir auch ein paar Maschinen. Und dann schicken wir auch das nach oben. Und mit dem Platzieren dieser Asteroidensammler haben wir auch hier die Wissenschaftspakete für die Weltraumforschung freigeschalten. Und das machen wir aus Eis, Eisenplatten und Kohlenstoff. Das heißt, ich denke, hier machen wir mal etwas Platz. Und packen das Ganze hier auf diese Seite. So und so. Vielleicht machen wir den Ausgang anders. Hier Kohlenstoff. Und hier das. Und dann bringen wir das wieder hier ran. Und Ausgang, Ausgang, Ausgang. Und dann ein paar von den hier. Die Wissenschaftspakete. Das Ganze müssen wir zuerst noch schmelzen. Lange Greifarme. Ich habe mich noch nicht ganz so an das neue Setup hier oben gewöhnt. Aber das sollte funktionieren. Und wenn wir jetzt hier das so machen und dann
gleich noch die langen Greifarme hinterher schicken, müssen wir Wissenschaftspakete für Weltraumforschung bekommen und die müssen dann hier unten ankommen. Wenn wir das hier anfordern. Mal das so. Das ist fertig gebaut. Ja, aber wir brauchen noch die langen Greifarme, denn ohne die Eisenplatten funktioniert da recht wenig. Die hier rein und dann muss ich mich selbst wieder auffüllen. Und was wir hier vielleicht benötigen, ist, wir müssen zuerst mal schauen, wie das Ganze anläuft und was wir dann an Überschuss haben. Das, was wir hier rausbekommen, ist wahrscheinlich recht wenig. Was haben wir? Hier haben wir eine Herstelldauer von 15 Sekunden. Das heißt, mit 3 Maschinen hier brauchen wir immer noch 5 Sekunden für ein Wissenschaftspaket. Oder bekommen wir da 200 raus? Wir bekommen 5. Okay. Dann ist das nicht ganz so tragisch. Aber hier warten wir immer noch auf die nächste Rakete. Und ich denke, da müssen wir dann auch etwas erweitern. Und vielleicht ein paar zusätzliche Materialien nach oben schicken, sodass wir da etwas flexibler sind mit unserer Erweiterung. Ich mach das mal und dann können wir sehen, wie wir unsere Basis hier im Orbit erweitern. Ich denke, ich habe hier ein Setup, das recht gut funktioniert. Es ist nicht ganz optimal. Aber wir haben hier mal 15 Fabriken, welche uns die Wissenschaftspakete herstellen, sofern wir genügend Inputmaterial haben. Und hier rundherum haben wir die Asteroidensammler, welche uns die Grundmittel liefern, welche wir hier in den Zerkleinern aussortieren. Und alles geht hier vorbei. Und bei den Zerkleinern ist es immer so, dass da möglicherweise auch die quasi Inputmaterialien wieder rauskommen. Darum brauchen wir da überall noch Filter dran, sodass wir den nicht verarbeiteten Anteil da wieder vorbeischicken können. Und zumindest für Eisenerz und für Kohlenstoff sind wir eigentlich hier schon voll. Nur Eis, das brauchen wir noch. Und ich denke, irgendwann werden wir an allem voll laufen.
möglicherweise. Und dann haben wir hier einen Teiler, wo wir das überschüssige Material hier dann einfach in den Weltraum raus platzieren. Und ich denke, das war's für heute. Nächstes Mal oder bis zum nächsten Mal mache ich hier noch etwas mit der Forschung weiter. Und insbesondere können wir jetzt auch die Forschung anfangen, welche die Wissenschaftspakete für die weißen Fläschchen brauchen. Und insbesondere das hier interessiert mich sehr, denn das werden wir nächstes Mal brauchen. Also, bis dann und tschüss!